Moin und herzlich willkommen zur 438. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag, dem 18. Dezember 2012. Und da zackatumt es bei den Edelmetallen ordentlich in der Kiste. Silber minus 2%, Gold minus 1,6%, Gold in Euro minus 2%, Silber in Euro minus 2,4%, der US-Dollar-Index erneut unter Druck minus 0,3% und noch die Minenwerte unter Druck minus 1,7%. Und wir werden heute auf fast alle diese Assets schauen. Wir werfen nur keinen Blick auf Silber in Euro. Und wenn Sie jetzt denken, Moment, das ist der Euro-Dollar-Chart und ich wollte doch eigentlich die Rohstofftagesausgabe mir anschauen, bin ich in der falschen Sektion gelandet? Nee, nee, sind Sie nicht. Ich wollte Ihnen nur etwas zeigen. Also, momentan ist es doch so, dass Aktien gefragt sind, dass der Euro gefragt ist, dass der Dollar überhaupt nicht gefragt ist und auch die Edelmetalle überhaupt nicht gefragt sind. Es ist derzeit so, dass es eine positive Korrelation zwischen den Edelmetallen und dem US-Dollar-Index gibt, was ja relativ selten ist. Wenn man also sagt, dass diese positive Korrelation weiter anhält, dass der Euro weiterhin stark ist, dass die Aktien nach wie vor gefragt sind und die Edelmetalle und der Dollar nicht, dann müsste es ja in einer Tour weitergehen. Ich sehe aber, und das nicht nur, weil es meine Meinung ist, Sie sind, ich wissen, ich bin kein Meinungstrader, sondern das ist das, was ich im Chart sehe. Ich sehe es jetzt nicht, dass der Euro jetzt noch viel machen wird und ich sehe es auch nicht, dass der Dollar besonders viel fallen wird. Und zumindest in meinem Dafürhalten sehe ich sehr starke insgesamt Indizes, die aber sehr stark auch schon am Widerstand angekommen sind. Jetzt ist nur die eine Frage. Erstens, wird, falls der Dollar tatsächlich, was ich Ihnen gleich in der Analyse zeigen werde, ein bisschen Stärke bekommen sollte, wird dann die positive Korrelation zu den Edelmetallen bestehen bleiben? Kommen die Edelmetalle mit hoch? Oder wird es so sein, dass die positive Korrelation dann wieder umkehrend wird und dann nur der Dollar stark ist und die Edelmetalle immer noch nicht gefragt sind? Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, aber was ich Ihnen zeigen möchte ist, Euro-Dollar sehr stark, läuft hier an die 32,30 heran. Darüber hatten wir miteinander gesprochen, dass das hier eine Zielzone ist. Und schauen Sie sich diese ehemalige bärische Keilformation an, die bärisch aufgelöst worden ist. Jetzt laufen wir nach oben und bilden eine neue bärische Keilformation und haben nicht mehr viel Platz. Und es ist durchaus Potenzial, dass eine dynamische Bewegung gegen den Euro reinkommen könnte. Seit Wochen schauen wir hier auf diese Formation, diese Stange und dann diese anschließende Flaggenformation, potenziell eigentlich bärische Keilformation, bärisch aufgelöst worden, macht ein Pullback und geht in einer Tour jetzt nach unten. Wir haben aber auch immer wieder miteinander darüber gesprochen, dass man abwarten muss, ob das Ganze nicht doch eine Flagge ist, denn es mutet an wie eine Flagge. Und das, was auffällt, ist, wann immer hier die untere Begrenzung der Flagge berührt wird, kommt Volumen rein. Hier kam Volumen rein, hier kam Volumen rein, hier kam Volumen rein, hier haben wir die Linie nicht ganz berührt, hier kam auch Volumen rein und wir sind hier im Bereich dieser Trendlinie dran. Wenn ich jetzt nochmal ein bisschen näher ranzoome, schauen Sie sich den Dollarindex an. Also, als wir hier reingekommen wären mit diesem Ausverkauf, schauen Sie sich das an, K&D-Linie umeinander geschlungen, sehr bärisch. Und schauen Sie sich das hier an, wo das Momentum ist, da sind wir jetzt gerade fast wieder dran und schauen Sie sich das an, wie der Dollar anfängt, Stärke zu entwickeln. Wir sind deutlich unterhalb von allen gleitenden Durchschnitten und der US-Dollar-Index, der ist zwischenzeitlich mit dem Momentum oberhalb der Nulllinie gewesen, der US-Dollar-Index fängt an, sich hier zu stabilisieren. Ob er jetzt hier sofort hier stehen bleibt oder noch ein bisschen weiter runter geht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sehe aber, dass der US-Dollar-Index anfängt, Stärke zu entwickeln. Der US-Dollar-Index läuft wiederum relativ parallel in der Korrelation mit den Edelmetallen. Dann, was ebenfalls man sich auf jeden Fall anschauen muss, die Edelmetalle immer mit den Minenwerten. Die Minenwerten zeigen hier eindeutige Tendenzen der Stabilisierung. GDX, ETF der HOIs, hier haben wir eine bullische Position aufgebaut. Und schauen Sie sich hier an, was hier mit dem Momentum passiert, mit dem tieferen Tief. Da hatten wir schon ein höheres Hoch passenderweise zu dieser großen bullischen Keilformation. Und jetzt kommen wir noch einmal zurück. Das tut dem Momentum kaum weh. In dieser bärischen Bewegung heute, schauen Sie sich das an, ist deutlich weniger Volumen als in dieser Bewegung nach oben. Und auch das ist mehr bullisch, als dass es bärisch ist. Wenn ich Ihnen das Ganze einmal über den 4-Stunden-Chart zeige, schauen Sie sich das an. Das Momentum tut so, als würde es ihm gar nichts angehen. Hier tiefes Momentum, höheres Momentum, hier noch höheres Momentum, obwohl wir hier deutlich eine bärische Bewegung machen. Das spricht für eine Stabilisierung des GDX und das ist auch interessant für den US-Dollar. Wenn man sich den US-Dollar über den 4-Stunden-Chart anschaut, wir haben ja diese große bärische Flaggenformation bärisch aufgelöst. Und wir hatten miteinander darüber gesprochen, dass die Bullen es nicht zulassen, dass die Bären so richtig hier die
Bullen von dieser Trendlinie wegkommen. Heute kommt eine dynamische Bewegung rein und Sie sehen, es könnte hier potenziell sich um eine bullische Kalformation handeln. Ich bin hier noch mit dieser Trendlinie ein bisschen vorsichtig. Ich habe mir erlaubt, jetzt sie schon zu zeichnen, weil hier, nachdem der Markt ziemlich abverkauft worden ist, innerhalb von einer halben Stunde die Bullen wieder zurück an diese Trendlinie herangelaufen sind. Passenderweise haben Sie auch hier diese bullische Divergenz im Momentum, was zu dieser bullischen Kalformation passt. Wenn man sich das Ganze, warten Sie, wo haben wir eigentlich Gold im Tageschart? Haben wir nicht. Macht nichts. Warten Sie. Holen wir uns den Gold im Tageschart. Gold im Tageschart. Schauen Sie sich das an. Wir hatten uns diese Trendlinie angeschaut und hatten gesagt, diese Zone um die 16,90 kann sehr interessant sein, um eine erste Position aufzubauen. Aber wenn sie nicht halten sollte, dann kann durchaus diese Zone aktiviert werden im Bereich der 200-Tage-Linie. Und deswegen gilt es, dass man seinen Stop-Loss unterhalb der 200-Tage-Linie platziert. Zumal, wenn ich einmal diese Trendlinie kommt, noch einmal zurück, auf jeden Fall, weil wir uns mit dieser Trendlinie auf jeden Fall noch auch auf dem potenziellen Weg zurück beschäftigen müssen. Wenn ich einmal diese Trendlinie mit einer anderen Farbe Ihnen darstellen darf und das ein bisschen dicker darstellen darf. Wir hatten miteinander darüber gesprochen, dass das hier die Ausbruchstrendlinie war, auf die wir aufgesetzt haben, bevor die gesamte bullische Bewegung angefangen hat, und dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir noch einmal auf diese Trendlinie aufsetzen möchten und dass deswegen nicht nur wegen der 200-Tage-Linie, sondern auch wegen der horizontalen Marke und auch diese Trendlinie sehr, sehr viel Unterstützung für den Goldpreis da ist. Wir haben auch in den letzten Tage miteinander darüber gesprochen, dass der Goldpreis hier sehr, sehr lange sich an dieser trendbegrenzenden Linie aufhält und dass es mehr bullisch ist, als dass es bärisch ist. Wenn es den Bullen tatsächlich gelingen sollte, die 200-Tage-Linie, diese Unterstützungszone zu halten und relativ bald sich wieder an diese Trendlinie zu bewegen, ist das Setup, was wir Ihnen bei den Formationstrailern gezeigt haben, nämlich eine mögliche Zone, um das Ganze zu traden, ist die 16,90er-Zone. Die andere Zone ist hier im Bereich der 16,70, im Bereich der 200-Tage-Linie. Mit dem Stop unterhalb der 200-Tage-Linie für Positionstrader ist nach wie vor gegeben. Aber das Ganze kann auch bärisch aufgelöst werden. Und deswegen hatten wir auch miteinander darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass Sie bitte sich nicht zu sehr wehtun für den Fall, dass das Ganze bärisch aufgelöst werden sollte. Wenn Sie jetzt sagen, ich weiß nicht, der Markt sieht sehr schwach aus, ich unterstütze das. Bleiben Sie entspannt, warten Sie einfach ab, ob der Markt hier diese bullische Kalformation bullisch auflösen sollte. Wir sprechen hier von $30 Unterschied und dann haben wir Potenzial zumindest hier an die 17,15, 17,30 heranzulaufen. Und da kann man immer noch gucken, man kann Teilgewinne realisieren, man kann dann seine Position auf Break-Even setzen. Und deswegen werden wir auch, wir haben noch eine bullische Position bei GDX und wir sind jetzt hier bei Silber in dieser Bewegung ausgestoppt worden. Und jetzt packen wir einfach mal die Hände in die Tasche und sagen, okay, sehen wir alles. Durchaus möglich, dass wir dort stehen bleiben. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel riskieren. Wir wollen abwarten, dass sich die bullische Kalformation bestätigt. Dann ist es auch so, dass man über den Tag noch Schwäche sieht mit einem fallenden Momentum. Das sieht man zum Beispiel auch bei Silber, fallendes Momentum, klare Verkaufsformation. Diese bullische Kalformation kann auch bärisch aufgelöst werden. Und man kann auch ganz entspannt bleiben und jetzt nicht sein ganzes Geld da reinwerfen, wenn man schon eine Position im Markt hat, wenn sie ausgestoppt worden sind. Bitte, Sie sind gerade ein angenockter Boxer. Für Sie ist es wichtig, dass Sie jetzt Ihr Geld schonen, dass Sie Ihr Geld schützen, dass Sie nicht K.O. gehen, sondern Sie müssen jetzt dafür sorgen, dass der Ring demnächst irgendwann mal klingelt und Sie erstmal auf dem Hocker Platz nehmen, tief Luft holen, sich entspannen. Bitte bringen Sie nicht zu viel Risiko in Ihr Kapital. Der Dollarmarkt, der Silbermarkt, verzeihen Sie bitte, der Goldmarkt und der Silbermarkt, der wird Ihnen noch viele potenzielle bullische Möglichkeiten im Jahr 2013 bieten. Versuchen Sie jetzt nicht, eine All-In-Position einzugehen. Silber hat uns ausgestoppt, ist auch durch die 31,80 durchgegangen, an die 31,40. Das ist eine horizontale Marke. Mein Gott, die kommt von sonst wo. Seinerzeit April 2012, als der Markt dann bärisch geworden ist, wir sind zurückgekommen, haben hier nochmal kurz Widerstand gefunden, sind da durchgegangen. Hier haben wir potenzielle Unterstützung gefunden. Ich hatte Ihnen gesagt, in meinem Dafürhalten nicht das Richtige, um hier bärisch zu werden, auch wenn der Markt jetzt 2% gemacht hat, weil wir hier wirklich deutlich überverkauft sind. Und ich kann Ihnen sagen, hier in diesen letzten Bewegungen über den Stundenchart, schauen Sie sich das gerne über SLV oder GLD an, da ist Volumen in den Markt gekommen im Bereich von Unterstützungszonen. Und deswegen muss man, wenn man short in diesem Markt unterwegs ist, auf jeden Fall jetzt anfangen, Gewinne zu realisieren und seinen Stop-Loss enger zu setzen. Es ist durchaus möglich, dass die Edelmetalle eine bullische Bewegung machen möchten. Wenn man sich das Ganze
über den 4-Stunden-Chart anschaut, erinnern sich daran, war bärisch aufgelöst worden, kommt wieder zurück, aber auch hier keine wirklich starke Dynamik und dann wird der Markt noch einmal abverkauft. Wir sind hier gerade an dieser 31,66 per 4-Stunden-Schlusskurs. Ob das jetzt die Zone schlechthin ist, weiß ich nicht. Was mir auffällt ist, erste Stabilisierungstendenzen, bitte beachten Sie das, erste Stabilisierungstendenzen über den 4-Stunden-Chart, dass wir hier ein signifikant tieferes Tief machen, aber nicht mehr eine K&D-Linie unterhalb der 20er-Marke haben, dass wir anfangen, eine bullische Divergenz aufzubauen. Aber das sind erste Stabilisierungstendenzen beim Silber. Der Silber kann volatil laufen, der kann Ihnen morgen noch einmal so eine 1,5% machen, an die 30, 50 ranlaufen, ich weiß es nicht. Und deswegen gilt es bei Silber umso vorsichtiger zu sein, weil dieser Markt wirklich volatil ist. Am Wochenende hatten wir miteinander über den Goldpreis in Euro gesprochen. Ich hatte Ihnen gesagt, diese bullische Keilformation nach dieser bullischen Bewegung ist bärisch aufgelöst worden. Es geht noch einen Tag abzuwarten, ob denn das Ganze bestätigt werden sollte. Wenn ja, dann haben wir Potenzial an die 12,70 bis 12,55 zu laufen. Hier ist nicht nur die aufsteigende Trendlinie über den Tag, sondern hier ist eine doppelte Unterstützungszone über die Woche mit dieser Trendlinie. Und diese Aussage steht in meinem Dafürhalten nach wie vor. Und wenn man sich das Momentum im Wochenchart anschaut, wir sind hier im Bereich historischer Tiefs mittlerweile angekommen und da muss man immer als Bär vorsichtig werden, obgleich das eine klare Verkaufsformation ist, auch wenn wir überverkauft sind, so extrem tiefe Momentumwerte mahnen den Bären zumindest zur Vorsicht. Muss nicht unbedingt bullisch sein, obgleich auf der anderen Seite, wenn man sich die reine Formation anschaut, ist hier sehr, sehr viel Unterstützung. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, wenn ein Momentumwert extrem tief ist, muss der Markt nicht automatisch jetzt bullisch werden. Da muss man als Bär vorsichtig sein. Da gibt es wenig Potenzial für die Bären. Mit dieser Konstellation hier in meinem Dafürhalten die Zone um die 12,55, 12,70 sehr interessant. Und ich möchte es nicht versäumen, Ihnen zu sagen, dass meine initiale Analyse, dass die Zone bei 1300 aller Voraussicht nach halten sollte und nicht brechen sollte, nicht richtig gewesen ist. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es eines Beweises bedarf, dass man immer mit einem Stop-Loss traden sollte, muss man sich einfach nur den heutigen Tag anschauen. Bitte, wann immer Sie traden, was immer Sie traden, positionieren Sie immer ein Stop-Loss. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und uns, dass Sie uns Formationstradern gewogen bleiben. Wenn Sie mögen, nachher noch die Forex-Ausgabe und das nächste Update zu den Edelmetallen, dann natürlich wieder morgen Abend. Mein Name ist Hamed Esnahshari alias Wolke Pick.